Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, ich denke, ein neuer Tag ist erwacht. Also wir haben gerade 6 Uhr ungefähr durch und der Herr neben mir ist wach geworden. Hallo Gameplayerin. So, da bin ich. Ich hoffe, du hast ein paar Antworten für mich. Bis später, Kien. Achso, okay. man muss das auswählen. Nun mal langsam, Mädel. Erzähle mir lieber erst einmal, wo du herkommst. Du scheinst ja vollkommen durcheinander zu sein. Ich war bei so einem Steinkreis in Irland mit meiner Freundin. Ach so, ein Steinkreis? So ähnlich wie dieser hier? Ja, und es gab ein Gewitter und Blitze schlugen in die Steine ein. Hört sich nach einem ziemlichen Unwetter an. Ich vermute, da ist etwas schiefgelaufen, denn bisher war dieser Steinkreis lange nicht mehr aktiv. Irgendwas hat ihn aufgeweckt und dann hat er eine Verbindung zu deinem Standort hergestellt und mich hierher gebracht. Ein faszinierendes Rätsel. Welch Erkenntnis. Und was mache ich jetzt? Erstens, du findest dich damit ab, hier zu sein. Danach solltest du einiges in Angriff nehmen, denn es kann gut sein, dass du noch eine Weile hier bleiben wirst. Die Straße nach Waldheim ist momentan verschüttet. Das war die rechts, genau. Und hier lebt außer mir nur noch Wilfried, ein guter Freund von mir. Aber ich bezweifle, dass er dir bei deinem Problem helfen kann. Na toll, da sitze ich also mit 2 alten Männern in der Wildnis fest. Ha, so schlimm wird es nicht sein. Und irgendwann wird der Durchgang wieder frei sein. Und du kannst nach Waldheim reisen. Dort leben viele Menschen. Und wer weiß, vielleicht kann dir dort jemand helfen. Am besten, wir kümmern uns erst einmal darum, dass du hier überleben kannst. Waldheim hört sich nach einem kleinen Kaff mit 100 Einwohnern an? Nein, ich schätze, es sind ungefähr 30. 30? Gibt es keine Städte hier in der Nähe? Städte? Nein. Soweit ich weiß, erstreckt sich jenseits der bekannten Welt ein riesiger See. Und was dahinter ist, kann ich dir nicht sagen. Als nächstes erzählst du mir sicher, dass es auch keine Telefone gibt. Nein, gibt es nicht. Okay, ich gebe auf. Was immer hier läuft, ich verstehe nichts. Wunderbar. Aufgeben ist oft eine gute Alternative, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Soll ich dir nun einiges über unser Leben erzählen? Ich brauche erstmal eine Pause brauche ich auch gerade. Nein, okay, das kann ja nicht schaden. Gut, wie du siehst, leben wir hier sehr mit der Natur verbunden und ernähren uns direkt von den Pflanzen und Bäumen. Die meisten von uns bauen Gemüse an oder züchten Nutztiere, die uns mit Eiern, Milch und Wolle versorgen. So, Achso, man kann das nur oben markieren. So etwas schaue ich im Reality-Fernsehen. Ist unglaublich. Ich stecke in einer Show. Vielleicht ist es besser, ich schicke... Ah, neue Quest, okay. Vielleicht ist es besser, ich schicke dich erst einmal los und du schaust dich um. Nordwestlich der Insel mit dem Steinkreis steht eine alte Hütte. Dort kannst du wohnen. Es steht schon eine Weile leer und Hugo, das war der letzte Bewohner, ist auf und davon. Er hatte sich eine Spitzhacke von mir geliehen, die sicher noch irgendwo dort liegt. Bring sie mir doch bitte und schau dich bei der Gelegenheit um. Ich soll dir eine Spitzhacke holen? Ja, das wäre toll. Ich erzähle dir dann später mehr und suche auch noch ein paar Dinge, die du für den Anfang brauchen könntest. Also dann, bis später. Bis später. Ja, wir sind immer noch müde, gehe ich mal von aus. Wir haben nicht geschlafen, wir haben die Nacht durchgemacht, wir sind hier fleißige Bienchen. Aber irgendwie, was ich jetzt sehr seltsam finde, der Umkreis hier, der ist jetzt noch kleiner geworden. Also, dass man noch weniger sehen kann, das ist jetzt gerade ein bisschen nervig. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz aufgepasst. Nein, aufgepasst habe ich schon, aber meine Erinnerung. Aus der alten Hütte nordwestlich des... Achso, des Steinkreises. Okay, genau, das wollte ich wissen. Nordwestlich, das heißt, ich muss auf jeden Fall da zum Steinkreis erstmal hin. Ist jetzt nur ein bisschen blöd, weil ich die Umgebung jetzt nicht mehr so sehen kann. Kann man auch nicht zoomen oder so? Moment. Also, kann man hier eigentlich irgendwas machen? Oh, was ist das? Kann man nur an- und ausmachen? Teleportziele. Ah, Steinkreis am See. Okay.
Also nordwestlich. Können wir da hoch? Da können wir nicht hoch. Also versuchen wir mal einen Weg hier rum zu finden. Ja, ich muss jetzt schlafen. Haha. Ach so, deswegen wird das immer kleiner. Ah, ich verstehe. Ich werde jetzt mal nicht dem Weg folgen, denn das muss die Hütte sein, von der der alte Mann gesprochen hat. Von außen sieht sie ja noch ganz passabel aus. Könnte in Kanada im Wald stehen. Was ist denn das für eine Kugel da links? Ja, darf ich die Hacke da oben nehmen? Drinnen müsste einiges getan werden. Wer hier wohl gehaust hat? Nicht rausgehen. Hallo? Hallo? Der Kristall scheint zu leuchten. Seltsam. Hier muss jemand einen Garten angelegt haben. Die Erde sieht anders aus. Das war doch das Hobby meiner Freundin, oder? Ein Nebengebäude. Das wäre gut für eine Werkstatt. Ah, ich ahne was. Es wird Zeit, diese Spitzhacke zu suchen. Vielleicht liegt sie irgendwo im Haus. Ja, gefunden haben wir sie ja schon. So, jetzt sehe ich gar nichts mehr, weil ich hier keinen Blick mehr hier habe. Da kann ich nichts mitmachen. Aber ich denke, dass wir eventuell... Keine Ahnung, was das jetzt hier bedeutet. Dass wir eventuell... die nehmen wir schon mal mit. Unser neues Zuhause gefunden haben. Dann lüfte ich doch hier direkt mal. Ah ne, kochen möchte ich nicht. Aber das ist gut zu wissen, dass man daran auch kochen kann. Das können wir anmachen. Was ist hiermit? Ne, das ist das Gleiche. Ein Bett! Ein Bett! Ich gehe mal schlafen. Keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert. Okay. Perfekt. Ich könnte noch im Bett bleiben. Ja, wer kennt das nicht? Einfach mal ein bisschen weiter schlafen. Was haben wir denn hier? Notizen von Hugo aus der Hütte. 14. Tag. Nun bin ich schon 2 Wochen hier. Habe beschlossen, ab und zu etwas aufzuschreiben. Keine Ahnung wofür, aber vielleicht liest es irgendwann jemand. Im Lesen bin ich heute nicht so gut, weil meine Augen ein bisschen am Tränen sind. Bin ich hier mit 2 alten Männern in der Wildnis. Keine Ahnung, warum und wieso. Die beiden versuchen mir zu helfen. Aber ich weiß nicht, ob mir noch zu helfen ist. Ich glaube, ich werde verrückt. Hier passieren merkwürdige Sachen und ich habe ständig Angst, verfolgt zu werden. Obwohl hier niemand ist. Kian, der alte Mann, der im Osten wohnt, meinte, ich sollte mich damit abfinden, hier zu sein. Leichter gesagt als getan. So, jetzt gehe ich raus, meinen Acker bewässern. Noch so eine Absurdität. Ich bin jetzt ein Bauer. Okay. Ist ja sehr absurd, wenn man Bauer ist. So, wir machen jetzt mal einfach hier überall schön die Dings auf, die Fenster auf. Weil wenn das wirklich unser neues Zuhause wird, dann sollten wir die Ratten reinlassen, die hier überall rumlaufen. Nein, Achso, was ich euch noch zeigen wollte, das habe ich nämlich mal ein bisschen angeschaut in der Zeit, als ich gewartet habe, bis es morgen wird. Also hier, das ist die Intensität, schwieriges Wort, der Sonne. Dann hier die Anzeige, das bringt uns im Moment noch nicht viel, aber es wird wahrscheinlich später noch nützlich sein, zeigt die Nährstoffe in dem Feld unter deinen Füßen an. Und hier zeigt die Feuchtigkeit in dem Feld unter deinen Füßen an. Das heißt, wenn wir jetzt hier so rumlaufen, verändert sich jetzt nichts. Deswegen denke ich, dass das später erst wichtig sein wird. Hier unten habe ich festgestellt, kommen wir direkt auf den Charakter. Da können wir theoretisch aber auch H drücken. Dann würden wir auch ins Gleiche reinkommen. So. Pflanzensprache nein. Säbel nein. Schwert nein. Und so weiter und so fort. Also da kann man sich verschiedene Sachen von unseren Skills und so angucken. Dann hier unten das Gelbe können wir draufklicken. Das ist das Inventar. Könnt ihr aber auch mit I reinkommen. Und hier rechts kann man auch nochmal die Karte anzeigen. Könnt ihr aber auch, wie gesagt, mit M... Achso, ich habe jetzt die Spitzhacke... Habe ich die Spitzhacke in der Hand? Ich habe doch hier rechts ausgewählt. Ah ne, lila ist ausgewählt. Okay. Gut. Wollen wir aber nicht.
Hier ist alles dunkel. Was ist das hier? Das sieht nach was Lesbarem aus. Notizen von Hugo aus dem Nebengebäude. 23. Tag. Das Wetter ist seit Tagen miserabel. Es schüttet aus Kübeln und der Teich tritt schon über die Ufer. Ich höre doch hier immer irgendjemand rumlaufen. Ich muss aufpassen, dass. Nee, das ist ein Vogel. Ich muss aufpassen, dass nicht das ganze Hühnergehege überschwemmt wird. Einen Vorteil hat das Landleben. Man hat immer etwas zu tun. Keine Zeit für Lesen, Schreiben, Unterhaltung. Trotzdem, es gibt vieles, was ich vermisse. Sei es drum, irgendwie muss ich da durch. Kian meinte, wenn ich etwas mehr Abwechslung bräuchte, sollte ich einen Blick in die Höhle im Norden wagen. Aber ich bin nicht sicher, ob ich das tun sollte. Habe so ein ganz mieses Gefühl, wenn ich an dunkle und feuchte Höhlen denke. Vielleicht habe ich zu viele Horrorfilme gesehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Haben wir jetzt schon wieder Nacht? Tatsächlich. Ach ja, ich habe ja geschlafen. Das ist ja so lange. Haha. Ja, wir sollen ihn aber erstmal die Spitzhacke bringen. Das ist jetzt natürlich trotzdem doof, weil wir jetzt mitten in der Nacht haben. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt mal ein bisschen die Gegend noch erkunden. Und das heißt, eigentlich bin ich ja blöd. Eigentlich könnten wir doch jetzt mit der Spitzhacke zu unserem Druidenfreund da gehen. Kann ich dich damit eigentlich angreifen oder so? Nee, anscheinend nicht. Das wollen wir nicht kaputt machen, also werde ich da auch gar nicht erst gucken. So, Moment, da ist ein Weg, da ist ein Weg. Wir gehen jetzt aber erstmal hier unten rum. Weil zum einen sollen wir ihm ja die Spitzhacke bringen, wobei ich hoffe, dass er uns dann zumindest was gibt, womit wir ja, entweder die Spitzhacke selber bauen können oder vielleicht dürfen wir die auch behalten. Ich weiß es ja nicht. Ich werde aber mal schauen, da der eh erst in 2 Stunden aufwacht, werde ich mal schauen, dass wir uns zu diesem einen Ort begeben, wo dieser Fels den Weg blockiert hat, um nach Waldheim was, glaube ich, zu kommen. Und dann schauen wir mal, ob wir den eventuell mit der Spitzhacke beseitigen können, diesen Felsen. Das wäre natürlich richtig gut. Noch besser wäre natürlich, wenn wir den dann auch behalten können. So, das ist, glaube ich, der Druide selber gewesen. So, jetzt schauen wir mal eben. Wie, das sollte ich nicht tun. Natürlich solltest du das tun. Du solltest das hier freiräumen. Naja, vielleicht kommt das auch nur mit der Quest. Ich weiß es nicht genau. Können wir hier nicht irgendwie die Zeit so ein bisschen beeinflussen? Das wäre ganz cool. Ja, also das wäre ganz schön, wenn ich das noch herausfinden würde, ob man das vielleicht ein bisschen beschleunigen kann. Ich schaue dafür auch noch mal eben ganz schnell Dialoge, Tastenbelegung. Ja, bei Tastenbelegung stand aber nichts drin, habe ich zumindest nichts gesehen. Truhen, Inventar, Gegenstände. Pflanzenradius, nee, also da kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht sehen, dass man das Ganze irgendwie beschleunigen kann. Zauberkampf, Inventartruhen, Handel. Ja, da steht auch nichts drin. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt hier erstmal für die 2 Stunden noch stehen bleibe. Ich werde auch noch mal Rücksprache mit der Entwicklerin halten, ob es da irgendeinen Trick gibt und wenn nicht, ob man das nicht vielleicht einbauen könnte, dass man das irgendwie überspringen kann oder so, weil mit den Tasten kann man auch nur rechts und links laufen mit den Pfeiltasten. Also ich mache hier erstmal einen kleinen Cut und hole euch dann gleich wieder hinzu, wenn die Leute hier wach geworden sind. Bis gleich. Ja, und da ist er. Und ich sehe gerade, ich bin beim völlig Falschen. Hey, du Streuner. Weidmanns Heil. Das ist schade. Also mehr kann ich mit ihm anscheinend nicht sprechen. Okay, ich bin hier am falschen Gebäude. Das heißt, ich laufe mit euch nochmal eben runter. Eieiei, ich habe jetzt.
echt überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, in welchem Gebäude der eigentlich war. Wir müssen natürlich nicht zu dem Förster, sondern wir müssen natürlich zu dem Druiden runter. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu weit, wie ich jetzt hier gerade am Laufen bin. Nee, hier ist das Haus. Na, komm, noch ein bisschen runter. So, ist er schon draußen oder ist er noch drinnen? Das müssen wir jetzt herausfinden. Er ist noch drin, okay. Hallo Gameplayerin. Ich war bei dieser Ruine und hier habe ich deine Spitzhacke. Vielen Dank. Nimm sie wieder. Ja, ich denke, du kannst sie besser gebrauchen als ich. Ich wollte wissen, ob man sich auf dich verlassen kann. Hier habe ich noch ein paar Lembasbrote, damit du mir nicht verhungerst, bis du deine eigene Nahrung anbauen kannst. So ein Brot füllt den Magen eines ausgewachsenen Mannes. Isst sie am besten nur, wenn du wirklich Hunger hast, um Schöpferkraft zu bekommen, kannst du auch schlafen. Okay. Du wolltest mir mehr von eurer ländlichen Idylle erzählen? Das hat noch etwas Zeit. Zuerst brauchst du mehr Werkzeuge. Besuche meinen Freund Wilfried. Er ist Förster. Kann er dir vielleicht helfen? Okay. Er ist oft unterwegs, um die Wälder zu lichten, die uns sonst verschlingen würden. Nachmittags kommt er hier bei mir vorbei und abends kannst du ihn zu Hause antreffen. Komm wieder, wenn du mit ihm gesprochen hast. Okay. Also nachmittags kommt er vorbei und abends... Okay, bis später dann. Aber wir haben noch morgens. Vielleicht ist er ja noch nicht da. Wir schauen einfach mal, wo er jetzt gerade ist. Wir haben ihn ja gerade noch oben gesehen. Vielleicht, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob er jetzt die Hauptverkehrsstraße vor allen Dingen, ob er diesen Hauptweg hier entlang runtergehen würde oder ob er hier durch den Wald gehen würde. Nee, ich wollte jetzt eigentlich nicht die... Ah, er ist noch hier. Perfekt. Hey, du Streuner. Du musst Wilfried sein. Der alte Mann unten im Süden schickt mich. Ah, du kommst von Kian? Nun, so alt scheint er mir gar nicht zu sein. Was braucht er denn? Kannst du mir helfen? Kian meint, ich brauche unbedingt weiteres Werkzeug. Ja, so ist der Gute. Kümmert sich immer um die Neuankömmlinge bei uns. Ich weiß noch, als der Letzte hier ankam. Hugo hieß er, glaube ich. Er war wirklich ein schwieriger Fall. Zwei linke Hände und um die Füße war es auch nicht besser bestellt. Hm, ich fürchte, das könnte auch für mich gelten. Ach was, das glaube ich nicht. Immer optimistisch sein. Ich denke, ich kann dir mit einer Axt weiterhelfen. Ich habe noch eine Ersatzaxt, die ich dir geben könnte. Aber zuerst möchte ich, dass du mir Kupfererz besorgst, damit ich über den Winter in Waldheim eine neue Axt herstellen kann. Wie ich sehe, hast du bereits eine Spitzhacke. Ja, dann besorge ich dir das Kupfererz. Weißt du, wo ich welches finde? Es gibt einige Vorkommen in der Nähe. Suche am besten auf felsigem Gebiet. Es gibt verschieden große Vorkommen. Sie sind bräunlich mit grünen Adern da drin. Manchmal findest du auch Edelsteine, wenn du sie aufschlägst. Behalte sie, wenn möglich, denn einige von ihnen sind viel wert. Oder du kannst sie noch brauchen, um etwas daraus zu bauen. Mit deiner Kupferaxt brauchst du nicht versuchen, Eisen oder noch härtere Steine zu spalten. Dafür brauchst du besseres Werkzeug. Ah, okay. Gut, also die sind bräunlich mit grünen Adern. Sind das grüne Adern? Ist zu hart für meine Spitzhacke. Okay. Kann man das eigentlich auch damit machen? Nee, das ist wahrscheinlich nur für die Axt, ne? Okay, das ist auf jeden Fall aber felsiges Gebiet. Wir haben ansonsten nur noch oben felsiges Gebiet. Können wir das jetzt eventuell machen? Nein, okay, dann halt nicht. Hier darf ich aber zumindest schlagen, aber es tut sich anscheinend nichts. Ich muss ja mal auch was ausprobieren, ne? Okay, aber das ist nicht braun mit grünlichen Adern, aber das ist das Einzige, was ich hier machen kann. Granit ist zu hart, okay. Das ist dann Granit. Wo finde ich denn noch sowas? Das ist eine gute Frage. Eigentlich nur, wenn ich jetzt hier unten entlang gehe, ne? Da müsste ich... Also ich muss ja jetzt auch erstmal gucken, wie sehen die Dinger jetzt genau aus. Weil, Moment.
Nee, das sind Steine, oder? Kann ich da jetzt eigentlich durch? Ja, da auf jeden Fall schon mal nicht. Hier rechts anscheinend auch nicht. Wie komme ich denn da hin? Mann, aber hier ist auch noch sowas. Aber das sind, glaube ich, Steine, oder? Habe ich mich gerade erschrocken. Die kann ich auf jeden Fall einsammeln. Das sieht schon mal gut aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die sind, die ich eigentlich haben wollte. Aber, weil da ist ja jetzt nichts Grünliches drin. Inventar, Rucksack. Wir können ja eigentlich erstmal hier drin lassen. Sandstein. Ach so, Sandstein. Okay, das sind sie jetzt doch leider nicht. Aber die nehmen wir trotzdem auch mit. Weil wer weiß, wofür wir das ganze Zeug noch gebrauchen. Ja. So. Frage ist dann nur, wo finden wir dann das, was er haben möchte? Oh, wir haben zusätzlich noch irgendwas anderes gerade abgebaut. Ich gucke auch... Oh, nochmal was anderes, okay. Das sieht schön aus, das Bunte. Ach, du bist ein Vogel, dich wollte ich gerade mit abbauen. Eisenerz, okay, das ist zu hart. Du bist auch Eisenerz, ne? Du bist kein Eisenerz. Wo ist dann der Unterschied zwischen dem oben und dem unten? Das ist jetzt doch wieder zu hart, hä? Das ist auch zu hart. Ja, ich weiß, dass du erschöpft bist, aber wir müssen hier gucken, dass wir noch was machen. Nein, da stand da. Eisenvorkommen schon wieder. Okay. Ah, das sind sie, glaube ich, oder? Ja, perfekt. Wie viel wollte der denn haben? Wahrscheinlich werden wir jetzt hier gleich in Ohnmacht fallen. Weil ich jetzt hier trotzdem einfach weiterarbeite. Ich weiß. Tut mir leid. Au, was war denn das gerade? Oh. Oh, ich ahne Schreckliches. Oh nein. Dran. Ja, also wie gesagt, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut und versuche irgendwie die Sachen irgendwo zu lagern oder so, wo ich sie vielleicht später dann nochmal abholen kann. Und ja, schalt euch dann gleich wieder hinzu. Dunkelheit umfängt dich. Sterne ziehen über dich hinweg. Jenseits von Zeit und Raum wartest du auf das Ende.